Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück hier bei Dead Space. Und ich freue mir einen Ast, weil das ist jetzt für diese Aufnahme wieder die letzte Folge. Ja. Und dann habe ich erstmal wieder 2 Wochen Ruhe, wo ich mich ausruhen kann. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich habe so Angst vor diesem Spiel, ey. Ach, nö. Nein, komm her. Aber trotzdem, hier war irgendwo noch einer. Nein, da unten. Toll, verfehl auch noch schön. Ach, nö, ey. Was war das denn? Zum Verarschen? Hallo? Kommst du mal? Oh nee, der hat es noch geschafft. Tu mal bitte nachladen. Oh Gott. Oh, meine Herren. Das ist grausam, wenn man hier irgendwo reinkommt und hat keine Zeit vorher, die Viecher zu zerstückeln. Dass man, dass der die nicht verwandelt. Das finde ich so ein bisschen scheiße, aber gut. Oh, 3000! Nice! Was haben wir hier? Kein! Was zum Teufel? Zurück! Einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot! Hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Ja, es sind halt immer wieder die Leute, die wohl halt echt am Rad drehen. Und der Marker, der bringt die halt alle, ja, der macht die halt alle verrückt, ne? Oh. Das ist auch so ein ganz gemeines Ding. So, wir speichern hier jetzt erstmal direkt wieder. Das riecht jetzt richtig nach Muni-Verschwendung. Wie viel habe ich denn? Das geht. Alter, ich habe hier 3 Stase-Dinge, ey. Ach, guck, hi. So, schlaf gut. So. Einmal das. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf dem Hin- oder auf dem Rückweg ist, aber... Ach, hier. Och, ist das dein Ernst? Danke. Ach doch, ich habe ihn auch getroffen. Ich wollte gerade sagen, ich treffe den nicht durch dieses Ding hier, wo gerade vorbeigefahren ist, aber der mich. Ich habe gerade das Bedürfnis, ein Medipack zu nehmen. Darf ich? Isaac? Ah. Bist du das wirklich? Ja. Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. So, da haben wir wieder Platz.
So, was haben wir hier? Ah, guck, da kriegen wir unser Medipack wieder zurück. Sehr gut. Und noch mehr Medipacks. Geil. Freue ich mich. Mehr oder weniger. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. So. Jetzt geht's rund. Alter, du Mistvieh jetzt! Oh, das gibt's doch. Das gibt's doch gar nicht. Alter, ich werd bekloppt. Stirb endlich! Himmel, Arsch und Zwirn. Das gibt's doch nicht, ey. Dieses Mistvieh. Was war das denn? Hier geblieben. Entschuldigung. Okay, die Tür ist jetzt entdeckt. Oh, Gott sei Dank. Ich kann nicht zu dir kommen. Alter, ist das schön. Ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Das wird bald vorbei sein. Hau ab. Ja, ich hoffe, dass es bald vorbei sein wird. Ist hier noch irgendwo was? Ja, es sieht nicht so aus. Hört mal auf, die Arme abzureißen. Ah, da liegt noch was. Da sehe ich noch was. Inventar ist voll. Alles klar, dann brauchen wir es auch nicht mehr mitnehmen. Was haben wir denn alles einstecken? Oh. Ich habe nicht mehr viel Muni. Ich brauche dringend einen Shop, wo ich das Zeug verkaufen kann. Och nö, weißt du. Und jetzt... Och, das ist doch jetzt ein Scherz. Das ist doch jetzt ein Scherz. Jetzt haben wir hier den Anzug und ich habe keinen Platz mehr. Ich habe eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Ach komm. Tja, dann müssen wir wohl oder übel jetzt raus damit und ach komm, Alter. Ich sehe nichts mehr. Und Strahlmuni lasse ich jetzt mal liegen. Damit ich einfach das mitnehmen kann. Ja, ja, blüb, blüb, ist gut. So, jetzt müssen wir auf dem gleichen Weg leider wieder zurück. Und das wird auch nicht gerade einfacher. Jetzt wird's lustig. Und ich habe nämlich nicht mehr viel Muni. Ich liebe es. Ich hasse das, ey. Ach, jetzt sind die schon wieder da, oder was? Das ist so ätzend, ey, wenn man dich richtig trifft hier. Du sollst nachladen.
es kommen natürlich nur diese Fernkampf. Ey, das ist doch Scheiße. Ja, genau. Spring in letzter Sekunde, bevor ich schieße, nochmal schnell um die Ecke. Genau, ey. Alter, was? Vergiss es! Stirb! Mist! Nein! Och, komm schon! Ist das dein Ernst? Oh. Was ist das? Toll. Ist das euer scheiß Ernst? Na, wie kriege ich hier jetzt nochmal Muni? Ich glaube, das Viech da drüben lebt aber noch. Na komm, zeig deinen widerlichen. Liegt hier noch irgendwas? Ich hätte gerne noch ein bisschen Muni oder so vielleicht. Ich muss übrigens auch aufpassen, weil da unten liegt irgendwo, glaube ich, so ein Explosionsteil. Oder auch nicht. Oh, da liegt Muni, da liegt Muni. Ja, doch. Dankeschön. Ach, großartig, ey. Und wieder zurück. Es tut mir leid. Das ist kein absichtliches Folgen in die Länge ziehen. Wirklich nicht. Ich will gerade nichts lieber als zu einem Shop und mir den Anzug endlich kaufen. Aber halt leider Gottes, ne, ich habe halt zum falschen Zeitpunkt eh gedrückt und bin halt wieder zurückgefahren. Ne? Aber wie man sieht, es kommt jetzt gerade nichts mehr zum Glück. Und ich guck mal, ob hier vielleicht noch irgendwo die Muni rumliegt oder ob generell hier irgendwo noch Muni rumliegt. Aber ich glaube, wir haben soweit alles aufgesammelt. Ach guck, da drüben liegt noch einer. Nehme ich nämlich mal das Kleine, das ich wieder mitgenommen habe. Dann sind wir voll. So, und das heben wir wieder auf. Ach, Mann, ey. Mann. Was macht mir hier in dem Spiel nicht alles mit? Wie das aussieht da drüben. Bäh. Bäh. Komm schon, Beeilung. Komm. Danke. Nochmal Muni. In Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Gut, dann können wir hier direkt speichern. Oh, und mir fällt gerade so ein Stein vom Herzen, weil ich hab gleich Feierabend für die nächsten 2 Wochen hier mit Dead Space. Jetzt muss ich nur im Helletrap irgendwo zurück zu einem Shop. Und, der ist doch nie im Leben tot. Sag ich doch. Der ist nie im Leben tot. Oh, Geld. Geil. So, jetzt muss ich, glaube ich, wieder genau nach oben. Ich weiß zwar nicht genau, wo nach oben. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schürfunterdecks. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihnen geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Das ist übrigens auch Aufgabe hinzugefügt. Ja, ist ja gut. Aufzugproblem. Ach komm. Ach, jetzt müssen wir, glaube ich, hier hin, ne? Genau. Aber wir gehen nochmal zurück. Ich will meinen Anzug haben. Ich will mich schick machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ist denn hier der Ausgang? Da oder da? Ah, hier. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Oh,
Ich habe was vergessen mitzunehmen. Ach Mann, wo war das denn? War das hier? Hä? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, mir wird gerade nichts anderes übrig bleiben, als erstmal dem richtigen Weg zu folgen. Ach, da drüben ist auch noch was offen. Ich glaube, mir wird da jetzt gerade erstmal nichts übrig bleiben, weil ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo lang. Und ich bin ehrlich gesagt auch, ich habe ehrlich gesagt auch gerade nicht so wirklich Lust, irgendwie ständig rumzusuchen und ewig damit zu verbringen. Ich ziehe damit auch das unnötig in die Länge, weißt du? Das muss auch nicht sein. Ich höre schon wieder was kotzen. Ja, genau. Ich sehe noch nicht mal was. Mistvieh. Dankeschön. Ich sehe noch nicht mal richtig was. Ach toll. Ja, ich könnte mal einen Shop gebrauchen, Leute. Was linst denn da? Schön. Ah, ein Shop. Aber ich glaube, das ist diese schöne Stelle, wo was von hinten kommt, glaube ich. Geld. Och nö, nicht ihr schon wieder. Komm her. Gegen 2, 3 gebe ich hier keine Muni aus. Du sollst das Ding zerhauen. Hallo. Dankeschön. Was haben wir? Nochmal Muni? Oh gut. Ja genau, da ist diese Werkbank. Kommt nix. So. Was wollten wir? Das gute Stück. Wir müssen nämlich ich glaube, da muss ich das gar nicht nehmen. Einmal das. Ah! Ich wusste es, dass von hinten was kommt. Ich wusste, dass von hinten mal einer kommt. Oh, das ist nämlich so eine ganz, ganz, ganz gemeine Szene. Das ist eine ganz, ganz gemeine Szene. Ach, guck mal, da haben wir einen... Ein Audiolog. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen, was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Boah. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Boah. Ja, aber er macht's wenigstens richtig. Er zerstückelt sich selber. Boah. Trotzdem, die Vorstellung ist grausam. Gut. Schema abgeben. Anzug. Yay! Anzug. Gib her das Teil. Yeah!
zum krönenden Abschluss der letzten Folge für die nächsten zwei Wochen zum Aufnehmen. Einmal den Anzug anlegen. Ja, Mann! Dafür haben wir das Geld gespart. Und da kann ich dann auch gleich mal gucken, der nächste Anzug. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen höheren gibt. Anzug Level 5. Eventuell. Muss ich mal schauen, wie viel der dann kostet, dass wir dann halt wieder da übrig lassen. So. Gut. Was können wir verkaufen? Ein paar Medipacks auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich verkauft habe. Ich hoffe, es war nicht das Falsche. Och, den kleinen können wir eigentlich... Warte. Moment. Den kleinen können wir verkaufen. Stasepack, Plasma. Also Waffen haben wir auf jeden Fall nicht verkauft, weil die sind grundsätzlich immer ganz unten. Strahlmuni, Impulshammer, Plasmaenergie müssten wir vielleicht noch mitnehmen. Da könnten wir mal welche kaufen. So, da haben wir wieder genug. Medipack. Strahlenkanone, Strahlenmuni. Aber... Oh, jetzt haben wir 4 große Medipacks dabei. Nice. Aber was ich gesehen habe, hier liegt irgendwo sowieso noch Zeug rum. Deswegen, das verkaufe ich jetzt. Es tut mir leid, dass diese letzte Folge wird jetzt etwas Überlänge haben, weil wir räumen jetzt mal hier einfach mal das komplette Ding leer. So, das Medipack benutze ich. Das verkaufe ich nicht. Das wird benutzt. Dann schauen wir nochmal. Hier müsste irgendwo noch ein bisschen was rumliegen, das ich nicht mitnehmen konnte. Ach, da haben wir zum Beispiel noch was. Noch ein bisschen Puls. Ach, da haben wir die Strahlmunition gehabt. Genau. Das war's. Das war's. Gut. Weil, dann haben wir nämlich noch ein bisschen Geld, weil wir haben ja gerade den neuen Anzug gekauft. Also direkt kriegen wir den nächsten Anzug ohnehin nicht. Dementsprechend können wir mal unser Geld auf den Kopf hauen jetzt gerade mal. Und können uns 3 Knoten dazu kaufen. So, ja, ich weiß, dass ich nicht genug Geld habe. Ist mir egal. Bis wir den nächsten Anzug kriegen, haben wir eh wieder jede Menge Geld. So, die verballern wir jetzt direkt. Bäh. Die verballern wir jetzt wieder direkt. So. Einmal nochmal hier den Schaden. Nachladen. Kapazität. Ja, Kapazität wäre vielleicht eine Idee. Da können wir aber auch... Ah ne, warte, dann nehmen wir mal das. Das sind wir schneller an dem letzten Schaden finden. So. Und das ist gut. Da brauchen wir nämlich hier das nicht zu machen und das nicht zu machen. Weil wir können ja hier jetzt dann das nächste machen und müssen eh hier runter. Und da brauchen wir dann nicht alles zu verbraten. Gut. So, die Rick haben wir das Maximale an Trefferpunkte. Vielleicht die Luft müssen wir noch aufwerten. Gut, Chinese und Stase haben wir jetzt nichts aufgewertet, aber habe ich im Moment auch überhaupt nicht gebraucht. Und wenn man hier sieht, ne, ich brauche erstmal 2 Knoten, um überhaupt hier an so ein erstes Ding ranzukommen, ist das schon extrem scheiße. Bei dem Chinese-Modul ist das was anderes, da wird nur die Reichweite hochgesetzt. Aber das Stase-Modul ist halt extrem scheiße aufzuwerten. Den Plasma-Cutter haben wir eigentlich weitgehend mit dem Schaden durch. Die Strahlenkanone haben wir überhaupt nur nichts gemacht. Und ich weiß nicht, die benutze ich aktuell auch gar nicht so stark. Ja, das Impulsgewehr, das haben wir schon fast fertig, wie man das hier sieht. So, damit haben wir das abgeschlossen. Und dann können wir speichern. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Ja genau, schlag das kaputt. Weißt du, am Ende geht das noch kaputt und dann ist der Speicherstand nicht mehr verfügbar. Boah.
So, einmal speichern. Und damit beende ich die Folge und die Aufnahme für diese 2 Wochen. Es ist übrigens immer noch kurz vor Ostern, also wir haben heute Karfreitag. Jetzt kann ich das Wochenende genießen, Gott sei Dank, ey. Und damit wünsche ich euch auch hier ein wunderschönes Osterfest, noch schöne Feiertage und gruselt euch ein bisschen mit mir. Lacht mich bitte nicht aus, weil ich so ein bisschen panisch gewesen bin jetzt. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken und also ich guck's, wenn ich mir das, ich guck mir diese Aufnahme ja hinterher auf jeden Fall immer an. Ich gehe mal am besten gerade hier raus. Ich gucke mir für gewöhnlich ja immer die ganzen Aufnahmen an, nachdem ich sie aufgenommen habe, einfach um sicher zu gehen, dass halt die Aufnahme auch funktioniert, weil ich mache das überhaupt nicht gerne, einfach alles durchrendern, direkt hochladen, fertig. Erstens mal brauche ich ja auch passende Titel, die ich halt meistens nur dann finde, wenn ich mir das nochmal anschaue. Im zweiten gucke ich das gerne an, um zu sehen, ob es irgendwelche Fehler oder so gibt, um zu vergleichen, ob das in der Originalaufnahme ist oder ob ich das nochmal neu rendern muss. Und ich gucke das halt auch immer gerne an, gerade solche Horrorspiele oder wo man sich halt ein bisschen erschreckt, einfach um über mich selber zu lachen. Und ich glaube, ich werde mir da jetzt, wir haben 12 Uhr mittlerweile, ich werde mir da jetzt noch eine Kleinigkeit zu essen machen, werde dabei ein paar Folgen schon rendern hier und so. Und dann um 1 Uhr heute ist dann wieder ein Treffen mit dem guten Horsti für eine Quasselstrippenrunde. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns und hören wir uns dann hier. Ansonsten sehen wir uns dann später, wenn ich dann weiter aufnehme und ich mich dann wieder in die Hose kacke vor Angst. Ne? Also wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss.